Und Bowman wieder da. Dich hat der letzte Typ umgeschossen, Stefan. Du kannst laufen, gell? Positiv, alles okay. Passt. Wir kennen den Weg weiter Richtung Militärbasis. Dort ist dann eher Sunset. Gut. Wir können auch wieder das Happy Sniper Fragging. Stimmt, Happy Sniper Fragging, ja. Das musst du jetzt repacken. Ja, ich sehe, wo ich die Hauer noch einmal gezippt habe. Der normale US Marine Rifleman, ja. Wow. Rechts schon was? Gut. Links an der Wand. Zum Eingang kann bitte die Basis machen. Weiter. An der Nebelgrenze, ins Visier nehmen. Feuer, Feuer, Feuer. War so ein Umgefallen. Kurz noch beobachten, dann gehen wir rein. Ich gehe mit Stefan links, linke Seite, ihr beiden rechte Seite. Wir machen einen Umweg über dieses Lazarett für den Stefan. Und rein. Als du mal angeschossen worden bist. Und da ist die Gelegenheit. Kontakte. Geht aber gut, alles scheint innerhalb vom Lager zu sein. Schauen wir den Hügel gerade an. Komm doch gar her. Mach mal das doch. Ich geh vorbei. Was? Jawohl! 25. Und durch. Bei der Bandagen aufzunehmen. Oder?
Gut, machen wir den Rest vom Lager und gehen noch zu den anderen. Da vorne stehen sie schon, das ist ein... Das ist kein eigener. Links an der Baracke. Hinter dir. Gehen wir. Sind die anderen? Irgendwo im rechten Teil, gell? Ja. Die sind da vorne an der Zaun, am Zaunende. Ja. Der Hügel... frei, gehen wir weiter. Ja. Okay. Das ist ein M16 gewesen. Kontakt. Ausgeschalten. Vermutlich ein Mann am Boden. Sehe ich wieder am Zaunende. Demons am Zaunende? MH zu denen. Sicher mal dann den Hügel. Bei mir rechts die Mauer raus an der Hügelkante sind noch Kontakte. Wir sind bei dir. Die Mauer raus. Sniper wahrscheinlich. Ja, danke Clemens, lass liegen, wir übernehmen Deckung. Wo waren die innerhalb? Die haben wir beide ausgeritten. Ich dachte, der Typ, der auf mich zugerannt kommt, ist einer von euch. Ja, es ist gut, dass ihr alle Kaffees aufhabt. Weil ich ist ja wohl so ein Hammer. Epic Rido. Ja, da rot der Rauch wieder voraus. Da Rido steht. Der Rauch erkannt. Was an Beltbaus Rido sagst? Ja. Bewegung. Da ist ausgeschritten. Ein Wookie. Ich bin unter Bomben, die kurz zum Feldlazarett zurück, gell? Ja, macht's. Wir bleiben da. Ja. Ich bin da am Zaun links. Also. Weg. Oh, ein Zaun. Oh, Zaun ist Zaun. Zaun, vielleicht ist er nicht der Holz, keine Ahnung. Brauchst du Munition? Momentan nicht, nein, ich bin noch relativ schwer. Okay, da kannst du zusätzlichen. Ich hab nämlich deswegen vorhin einen weggeschmissen. Der sonst über 50 Kilo hat. 3. 7 habe ich. Nur die frisst eh halbwegs, also. So, fertig. Jupp. Danke. Finde ich überhaupt nicht so schlecht, dass man sie nicht überall einteilen kann, sondern nur in die Lazarette. Finde ich nicht so schlecht. Ich muss mir die Visionen halt dementsprechend aufbauen, ne? Ja, anscheinend. Die Häuser tauchen aus dem Nebel aus. Auf. Was wieder da? Ja. Ja. Wie neu. Roman macht das super. Kennen ja den Weg. Zum Hangar. Herr Grillo, da wolltest du mal darauf hingewiesen werden, wenn da irgendwo Army-MG um liegt. Das wäre da hier der Fall. Aber ja, nein, da, nachdem du 3 Bands für mich tragst. 3? Wie viel? 5. Ja, eben. Also, nur schlimmer. Dann bleibe ich lieber bei dir. Okay. Die geht eher nicht schlecht. Also. Ist sogar im Einzelschuss eigentlich besser als die arme Kanone.
Basis könnte behalten. Haben sie zu diesem kleinen Gebäude, dann zu dem Türen. Rechts herum nichts zu erkennen. Dann werden wir wahrscheinlich wieder auf den Tower schießen. Ja, links davon eiern wieder Wookies um und um. Ich liege auf dem Power, links auf Stage 1 oben, aber sehr schlecht. Links vom Tower waren wieder ein paar Nebelgestalten. Warten wir bis eine Nebelgestalt auftaucht und schießen dann erst. Jetzt ist er nicht auf. Feuer! Habt ihr die Wilgi gesehen? Ich hör's nur. Du hättest sehen müssen. Ich deck deinen Rücken. Nein. So. Brauche ich zwei Freiwillige für den Hangar. Am Turm oben ist noch einer wieder. Erkannt. Fallen.